Materialwachstum gehört zu den wichtigsten Prozessen im frühen Sonnensystem, vielleicht ist sogar der wichtigste Prozess. Unser Sonnensystem entstand aus einer Molekülwolke, ähnlich wie diese Thackeray Globules, die hier gezeigt ist, mit vielleicht einem Durchmesser von so etwas wie 1,5 Lichtjahren. Solche Molekülwolken bestehen natürlich aus Gas, aber auch aus Submikrometer kleinen, also 10er bis 100er Nanometer kleinen Körnchen. Die erste Struktur, die sich jetzt im frühen Sonnensystem ausgebildet hat, war eine protoplanetare Scheibe um die Sonne im Zentrum. Und in dieser protoplanetaren Scheibe haben jetzt die ersten beiden Wachstumsschritte stattgefunden. Im ersten Wachstumsschritt sind aus diesen Submikrometer kleinen Körnchen Mikrometer bis Millimeter bis vielleicht Zentimeter kleine Körner geworden. Also schon ein erstes Wachstum über mehrere Größenordnungen. Und das sind Objekte, die wir eben in Meteoriten finden und daher wissen, dass das stattgefunden haben muss. Und die beiden Hauptkomponenten, die auch diese beiden Hauptwachstumsschritte dann irgendwie repräsentieren müssen, sind Matrix und Chondrin, die zusammen mehr als 95 Volumenprozent als Meteoriten ausmachen. Weitere Objekte, die vorhanden sind, sowas wie calcium-aluminiumreichen Einschlüsse, das hier rechts unten auch einer gezeigt, die haben auch ähnliche Größen wie die Chondrin. Wie jetzt genau das erste Wachstum stattgefunden hat, ist noch immer unklar und wird sehr stark beforscht. Man stellt sich im Moment vor, dass gerade bei den Chondrin vielleicht interstellares Material Precursor-Aggregate gebildet hat, also irgendwelche fluffigen Kugeln oder sowas. Die wurden dann kurz aufgeheizt, geschmolzen, sind dann wieder kristallisiert und dabei haben sich eben diese Chondrin gebildet, die mehrere hundert Mikrometer bis zu Millimeter im Durchmesser haben. Das Matrixmaterial ist sehr viel feinkörniger, Mikrometer bis vielleicht 10er Mikrometer. Und das mag vielleicht erst auf dem Mutterkörper durch Alterationsprozesse entstanden sein und enthält vielleicht auch noch interstellares Material. Das ist nicht ganz klar. Aber das ist der erste Wachstumsschritt von Submikrometer zu 100er Mikrometer bis Millimeter. Im zweiten Wachstumsschritt akkretiert dieses Material aus dem ersten Wachstumsschritt und bildet Planetesimale. Das findet immer noch in der protoplanetaren Scheibe statt oder während des Stadiums der protoplanetaren Scheibe. Also hier ist mal so eine Chondritscheibe gezeigt. Da sind sehr viel in unterschiedlichen Farben so kleine Körnchen drin. Diese kleinen Körnchen, das sind alles diese Chondrin. Das ist ein gewöhnlicher Chondrit, der besteht hauptsächlich eben aus diesen Chondrin. Und wie gesagt, aus diesen Mikrometer, Millimeter kleinen Körnern haben sich eben unterschiedlich große Planetesimale gebildet in Meter- bis Kilometerbereich. Also im zweiten Schritt auch wieder einige Größenordnungen. Im dritten und letzten Schritt war die Protoplanetarscheibe schon gar nicht mehr richtig da. Das war dann mehr so eine Debris-Disk, also das waren nur noch so Bruchstücke ohne das Gas der Protoplanetarscheibe. Und dabei entstanden dann schließlich die Planeten mit mehreren tausend Kilometern im Durchmesser. Und das ist dann der dritte und letzte Wachstumsschritt durch Agglomeration von diesen Planetesimalen. Also insgesamt überspannt das Ganze hier vielleicht 10 bis 15 Größenordnungen, also ein massives Wachstum, das stattgefunden hat, und zwar in drei unterschiedlichen Schritten, von interstellarem Material zu dem Material, das wir in den Meteoriten finden, also interstellares Material zu Material aus der protoplanetaren Scheibe, das in Planetesimale und das schließlich in diese Planeten hier. Und das ist eine Sequenz, die wir bislang immer noch nicht besonders gut verstehen, aber die halt, beziehungsweise Teile davon, also die letzten werden besser verstanden. Gerade der erste ist scheint besonders schwierig. Aber dieses Wachstum ist absolut zentral, ohne es wird es keine Planeten geben. Und interessant ist eben auch, dass das in drei wirklich distinkten Stufen offensichtlich abgelaufen ist. Und das ist Materialwachstum im frühen Sonnensystem.